tun habe, liebe Mitmenschen. In diesem Clip geht es um die Aktion Aufrecht bestehen. Das ist eine bundesweite Aktionswoche und der Haupttag soll der 2. Oktober 2014 sein. Entschuldigung, es geht um den Protest gegen die Zustände im Hartz IV und auch insbesondere gegen die sogenannten Rechtsvereinfachungen, die jetzt demnächst auf die Menschen zukommen. Und Hartz IV hat nicht nur auf die Betroffenen eine oftmals schlimme Auswirkung, auch auf den Niedriglohnbereich. Auch die Mittelschicht ist indirekt, aber stark in verschiedener Weise betroffen. Die bundesweiten Initiatoren rufen dazu auf, an dem Tag sich auf sie zu beziehen und fantasievolle Aktionen zusätzlich damit zu verbinden an den Jobcentern vor Ort. Mein Name ist Burkhard von Hoop. Ich war jahrelang Fallmanager in einem Jobcenter, habe vorher auch Ähnliches gemacht und stehe voll hinter der Kritik an den Jobcentern, am ehesten zu vergleichen mit allem, was Inge Hannemann auch dazu sagt. Das sind exakt meine Positionen. Und ich denke, es ist an der Zeit, auch für die sogenannten Mainstream-Medien, für die bürgerliche Presse oder wie auch immer man das nennen möchte, mal zur Kenntnis zu nehmen, dass keineswegs nur jammernde Harzler oder jammernde Betroffene, in Anführungszeichen, hier was zu meckern haben, sondern dass es um eine existenzielle Kritik geht an wirklich unlogischen, unvernünftigen und unethischen Zuständen, die geändert werden müssen. Ich möchte gerne in Ludwigshafen etwas machen. Dazu bräuchte ich dann noch ein wenig Unterstützung. Eventuell gelingt es, wenn nicht, werde ich sehen, dass ich mich am 2. Oktober in einer Nachbarstadt anschließe. Ich möchte nicht mich als Person oder Mensch in den Vordergrund stellen. Allerdings halte ich es schon für wichtig, eben zu betonen, dass auch ich, wie einige, noch wenige andere offiziell dazu stehe, als ehemaliger Insider an dieser Kritik. Ich als besondere Aktion, als lokale Aktion würde ich gerne einbinden, eine Aktion von mir, die eigentlich schon länger läuft. Das ist das mit dem Aufruf, Jobcenter, Aufruf vorm Spiegel zu verweilen, um meine Ex-Kollegen in den Jobcentern darum zu bitten, sich zu besinnen und auch aktiv zu werden. Ich möchte dafür gerne diese Flugblätter, wie gezeigt, verteilen. Ich möchte die verteilen an Menschen, die ins Jobcenter hineingehen, zum Mitnehmen für die Fallmanager. Ich möchte in die Mittagspausenzeit hinein dort bleiben, um einigen Kollegen es auch direkt an die Hand zu geben, Jobcenter Aufruf vom Spiegel zu verweilen. Das möchte ich mit einbinden in die übergeordnete Aktion. Ich möchte auch ein bisschen fantasievoll und kreativ die Sache gestalten und habe von daher einmal mir einen kleinen Hinweis, der gut sichtbar ist, anfertigen lassen, darauf, dass ich eben lange Jahre Fallmanager war. Ich finde besonders tragisch die Sanktionen und denke, dass damit den Menschen auch das letzte Hemd zum Teil noch genommen wird oder diese Drohung zumindest andauernd über ihnen schwebt. Von daher möchte ich diese Sachen machen, nur bekleidet mit dem letzten Hemd. Das wäre dieses hier. Zu den Sanktionen 30%, 60%, 100% habe ich auf dem Rücken noch was. Ich hoffe, man kann es sehen. Ich sehe mich selbst da jetzt nicht. Ich hoffe, man kann es erkennen.
30, 60, 100 und was dann? Und im Übrigen würde ich mal einigen Herrschaften sagen, das ist das letzte Hemd. Aber manchmal ist unter diesem letzten Hemd dann auch noch was verborgen. Und das zeige ich euch jetzt auch noch mal. Achtung! So, also ich denke, so habe ich mir das vorgestellt. Wenn das nicht fantasievoll ist, weiß ich es nicht. Es könnte vielleicht dann auch für die Mainstream-Presse ein interessantes Foto sein. Es ist traurig, es ist schade, dass man auf so etwas zurückgreifen muss. Die Stimmen der Betroffenen, der ahnungslosen Gänzwei-Empfängerinnen und Empfänger, ist in der Tat absolut genauso viel wert wie jedes andere Wort. Und diese Stimme hätte schon längst, längst gehört werden müssen. Aber ich denke, wir alle müssen solidarisch zusammenstehen und versuchen, was wir können, um das Thema in die Öffentlichkeit zu tragen. So, jetzt nochmal vielen Dank und alles Gute für alle und wer Rückmeldungen hat, immer gern. Burkhard von Hof, Ludwigshafen, Ex-Fallmanager.